Hallo Europe, wie wär's? Sie bekommen jeden Monat, sagen wir mal, 2000 Euro geschenkt. Wie würde das Ihr Leben wohl verändern? Zum Guten, glauben viele, immerhin so viele, dass gleich in mehreren europäischen Ländern darüber diskutiert wird. Der Betrag, über den man spricht, variiert je nach Land. Die Idee vom bedingungslosen Grundeinkommen ist aber im Prinzip überall gleich. Geld einfach so, ohne etwas dafür tun zu müssen. Wie finden das die Bürger auf Europas Straßen? Die Europinion. Was ich damit machen würde? Ich glaube, ich würde auf jeden Fall viel auf die Seite legen und reisen. Und ja, was machen wir mit 2000 Euro? Sparen. Einfach so für die Hand. Ja, sparen, reisen. Ich glaube, ich würde nicht mehr arbeiten gehen. Ich hätte mehr Zeit für meine Universität, für meine Aufgaben in der Universität, vor allem das Lesen. Ich studiere Geschichte. Lesen und Schreiben ist das, was ich eigentlich hauptsächlich mache. Und so könnte ich mehr Zeit darin investieren, anstatt im Restaurant zu arbeiten. Gute Frage. Ich würde sicher weiterarbeiten, aber nebenbei vielleicht Gutes tun, mich für andere einsetzen. Echt schwierig, aber ich würde sicher nicht zu Hause auf meinem Arsch sitzen und gar nichts tun. Am greifbarsten ist das bedingungslose Grundeinkommen in der Schweiz. Denn dort ist man schon richtig weit mit der Idee. So weit, dass morgen darüber abgestimmt wird. Vielleicht kann man die Grundfrage, die sich jeder bei dem Thema stellen sollte, so zusammenfassen. Glauben Sie, dass, wenn das bedingungslose Grundeinkommen kommt, die Leute ihren Job hinschmeißen und aufhören zu arbeiten? Wenn man die Frage mit Ja beantwortet, dann kann man wohl nicht wirklich dafür sein. Und was will man überhaupt mit dem Grundeinkommen? Ein Leben ohne Existenzangst und die Folgen der Digitalisierung und Robotisierung mildern. Denn die Befürworter des Grundeinkommens prophezeien, dass es in ein paar Jahren nicht mehr genug Jobs für alle gibt. Wir schreiben das Jahr 2025. Roboter haben die meisten Jobs übernommen. Den Menschen geht es schlecht, weil sie weder Arbeit noch Geld haben. Wovon sollen sie leben? Doch dafür haben wir Roboter eine Lösung. Ich bin hier, um den Menschen ein bedingungsloses Grundeinkommen zu geben. Weil ich kann viel besser rechnen als die, ich kann viel die besseren medizinischen Prognosen machen, ich fahre sogar besser Auto als die Menschen. Also wieso sollte man noch Menschen einstellen in Zukunft? Aber wir sind natürlich im Hier und Jetzt. Hinter der Aktion steckt die Initiative für das bedingungslose Grundeinkommen. Die Schweiz stimmt Anfang Juni darüber ab. Darüber, ob jeder in der Schweiz monatlich eine feste Summe bekommt. Im Gespräch sind immer wieder 2500 Franken für jeden Erwachsenen. Jedes Kind könnte 625 Franken bekommen. Zum Beispiel ein Bankangestellter in der Schweiz verdient ungefähr 6000 Schweizer Franken. Auch er bekommt das bedingungslose Grundeinkommen. Allerdings nicht on top. Es wird mit seinem Gehalt verrechnet. Am Ende des Monats kriegt er also wie gehabt 6000 Schweizer Franken. Jeder bekommt also ein bedingungsloses Grundeinkommen, egal was er tut. Wie kriegt man die Schweizer aber dazu, mit einem Ja bei der Volksabstimmung zu stimmen? Das versuchen Selma Bausinger und Enno Schmidt von der Initiative Grundeinkommen, zum Beispiel in Basel. Möcht ihr mal kurz sagen, was ihr so davon haltet? Das Gespräch mit den Leuten suchen, Flyer verteilen. Dir gebe ich auch einen. Darf ich euch einmal dieses Plakat zeigen, diese Postkarte? Der Hauptsitz der Initiative für das Grundeinkommen ist in einer ehemaligen Bank, sogar mit Safe im Keller. Enno Schmidt hat die Initiative mitgegründet, unter anderem, damit die Menschen nicht mehr nur fürs Geld arbeiten. Jeder Mensch hat sein Leben, um seinen Weg zu finden, um wirksam zu werden, um auch zu sehen, wo bin ich, wo ist Bedarf an dem, was ich kann und was kann ich überhaupt. Und ich entwickle das. Also Arbeit ist Leben. Und da müssen wir hinkommen. Arbeit ist nicht, es kauft mir jemand meine Lebenszeit ab. Das ist doch grauenvoll. Wir wollen nicht Freizeit. Wir wollen Freiheit in der Tätigkeit, in der Arbeit. Diese Freiheit kostet aber. Wie das bedingungslose Grundeinkommen in der Schweiz finanziert werden soll, ist noch nicht klar. Die Befürworter haben aber viele Ideen. Vielleicht durch eine höhere Mehrwertsteuer, vielleicht durch eine Steuer auf den Zahlungsverkehr. Wie auch immer er es macht, der Staat sammelt Geld ein, um es gleichmäßig an alle zu verteilen. Klingt ganz schön sozialistisch und müsste ihm deshalb eigentlich gefallen,
Joël Bühler ist Co-Präsident der Jungsozialisten Baselland, aber gegen ein bedingungsloses Grundeinkommen. Einerseits sagen die einen, ja, die Löhne würden dann auf dem Arbeitsmarkt automatisch so stark sinken. Andere sagen, man würde dann einfach die Unternehmen dazu zwingen, einen Teil des Lohnes in diese Kasse zu bezahlen. Also wie sich das dann wirklich auswirkt, das ist absolut, steht absolut in den Sternen. Fakt ist einfach, dass man sehr vielen Leuten sehr viel Geld wegnehmen muss, um es dann allen Leuten zurückzugeben. Und die Frage ist dann, ob das den Menschen am unteren Ende der Einkommensverteilung wirklich überproportional viel bringt. Und das wäre eher nicht der Fall. Zurück nach Basel, zurück zu Selma Bausinger. Sie kennt die Argumente der Gegenseite, hört sie fast täglich. Aber manchmal trifft sie auch auf Befürworter. Und warum stimmst du am 5. Juni ja? Weil es eine gute Sache ist. Eine gute Sache? Auf jeden Fall. Ob es so funktioniert, da habe ich meine Zweifel. Aber ich würde lieber darüber diskutieren, wo die Probleme sind, als darüber zu diskutieren, ob es ein Grundeinkommen braucht. Ich finde es nicht so gut, ehrlich gesagt. Die Motivation geht voll verloren, wenn man nicht schaffen muss für sein Geld. Ja. Du sagst, es ist gut, wenn alle Menschen ihre Existenz gesichert haben. Ja, ich finde, es ist eine gute Sache. Mir würde es etwas Sicherheit geben, das tun zu können, worauf ich Lust habe, und so ein sicheres Einkommen zu haben. Die häufigsten Fragen sind eigentlich die Frage nach der Finanzierung, die Frage nach der Unmöglichkeit, die Frage nach der Illusion ist eigentlich auch sehr häufig. Also eigentlich im Grunde immer die Angst vor der Veränderung. Ich würde sagen, das ist das häufigste, was auftaucht bei uns Menschen, dass wir sagen, ja, aber das geht doch nicht. Und was werden Sie stimmen? Nein. Was werden Sie stimmen? Nein. Und was werden Sie stimmen? Zweimal nein. Und was werden auch Sie nein. Stimmen? Bestimmt nein. Man muss doch noch arbeiten können für Ihr Geld, oder? Okay. Sie dürfen es wirklich behalten? Ja, ich brauche es aber nicht. Danke. Sie brauchen es nicht. Okay. Ich nehme diese Illusion mit. Jede gute Idee wird am Anfang belächelt oder sogar bekämpft. Und am Ende wird sie eingeführt. Wow, ganz schön viel Optimismus für eine so revolutionäre Idee. Mal sehen, wie die Schweizer sich entscheiden. Und wer weiß, wie es 2025 aussieht. Und nachdem nun auch jeder, der noch nie Berührung mit dem Thema hatte, mitbekommen hat, dass es kein Aprilscherz ist, kommen natürlich noch eine ganze Reihe weiterer Fragen auf. Zum Beispiel, wurde sowas vielleicht schon mal ausprobiert? Gibt es irgendwelche Umfragen dazu? Und in welchen Ländern wird noch über das bedingungslose Grundeinkommen diskutiert? Die nackten Fakten. Nicht nur die Schweizer, auch die Finnen denken über das bedingungslose Grundeinkommen nach. 2017 soll es ein Experiment geben. Mit ausgewählten Teilnehmern sollen verschiedene Modelle des Grundeinkommens ausprobiert werden. Dafür werden 20 Milliarden Euro investiert. Laut einer Umfrage befürworten 69% der Finnen das bedingungslose Grundeinkommen. Auch die Niederlande testen. Die Stadt Utrecht zahlt 300 Sozialhilfeempfängern ein Grundeinkommen von etwa 1.000 Euro im Monat. Andere holländische Städte wollen dem Beispiel folgen. Das Experiment soll zeigen, ob tatsächlich Druck von Ämtern nötig ist, um Arbeitslose zu motivieren, sich einen Job zu suchen oder sich weiterzubilden. Aber die eigentliche große Frage ist, arbeiten Leute weiter, auch wenn sie Geld bekommen? In Deutschland sagen 70% ja. Sie würden weiterarbeiten, auch wenn sie ein Grundeinkommen bekämen. Und auch außerhalb Europas gab es bereits Experimente mit dem bedingungslosen Grundeinkommen. In Kanada beispielsweise schon in den 70er Jahren. Beim sogenannten Mincome-Experiment erhielten alle Bewohner der Stadt Dauphin monatlich 100 Dollar. Heute wären das umgerechnet knapp 5.000 Euro. Doch das Ergebnis dieser Studie wurde nie veröffentlicht. Demnächst soll ein neues Projekt starten, und zwar im großen Stil. Die US-amerikanische Spendenorganisation GiveDirectly investiert 30 Millionen US-Dollar, um in Kenia eine Studie zu finanzieren. Und zwar die größte, die jemals zum bedingungslosen Grundeinkommen gemacht wurde. 6.000 Menschen sollen über 10 Jahre ein Grundeinkommen erhalten, also bis 2027.
Auch in Namibia gab es einen interessanten Versuch, und zwar mit der Unterstützung von Geldern aus Deutschland und Italien. Ein Dorf bekam das bedingungslose Grundeinkommen. Was hat sich dort verändert? Wäre es womöglich ein neues Modell für die Entwicklungshilfe? Um Antworten auf diese spannenden Fragen zu finden, haben wir ausnahmsweise mal Europa verlassen und sind nach Namibia gereist. Wir waren ganz unten. Aber das Grundeinkommen hat unsere Leben verbessert. Es ist ein Weg aus dem Teufelskreis Armut. Das ist Otjivero. Ein paar staubige Straßen, Hütten aus Blech. Knapp 1000 Menschen leben hier, mit dem Nötigsten. Die Armut ist groß, Jobs gibt es kaum. Auch Frida Nembwaya hatte keine Arbeit und kein Geld, ihre 9 Kinder jeden Tag satt zu bekommen. Doch dann kam das Grundeinkommen. 100 Namibia-Dollar, umgerechnet rund 7 Euro im Monat, für jeden von ihnen. Seitdem ist Frida Geschäftsfrau. Das Geld hat sie in einen Ofen investiert und betreibt jetzt eine kleine Bäckerei. Das Grundeinkommen ist eine gute Sache für uns. So sind wir aus der Armut rausgekommen. Ich kann jetzt sogar das Schulgeld für meine Kinder zahlen. Denn Geld brauchst du doch überall. Ohne geht gar nichts. Geschichten wie die von Frida und ihrer Familie gibt es einige in Otjivero, dank des Grundeinkommens, des Basic Income Grants. Von 2008 an wurde es ausgezahlt, immer unter dem Kameldornbaum, immer am 15. eines Monats. Umgerechnet 7 Euro für jeden der knapp 1000 Einwohner. Finanziert von der lutherischen Kirche in Namibia und der evangelischen Kirche in Deutschland. Ein Test, um zu sehen, ob sich die Armut so stoppen lässt. Dorfbürgermeister Stefanos Eichowop schwärmt von den positiven Folgen des Grundeinkommens. Seine Frau betreibt seitdem eine kleine Näherei. Im ganzen Dorf sei die Kriminalität zurückgegangen und mehr Eltern schickten ihre Kinder zur Schule. Außerdem mussten weniger Menschen betteln gehen. Es hat einen großen Unterschied gemacht. Plötzlich konnten die Menschen sich etwas leisten. Aber viel wichtiger, die Menschen waren glücklich, denn das Grundeinkommen hat ihnen ihre Würde zurückgebracht. Doch dies alles droht nun zu verschwinden. Denn das Projekt Grundeinkommen wurde gestoppt, zur Sorge aller in Otjivero. Ursprünglich war es nur auf 2 Jahre angelegt, wurde dann mit weiteren Spenden aus Europa am Leben gehalten und im letzten Jahr endgültig eingestellt. Das Geld ging aus. Was also bleibt vom Aufschwung? Nicht viel, meint Rita Kutsi. Sie zeigt uns, wie sie mit ihren 6 Kindern lebt. Das ist das Schlafzimmer. Hier liegen wir alle, im Bett und auf dem Boden. Reich waren sie nie, aber mit den insgesamt rund 30 Euro Grundeinkommen im Monat musste zumindest niemand hungrig ins Bett. Jetzt muss ich wieder um Essen betteln gehen. Heute Morgen habe ich bei 7 Familien gefragt, ob sie etwas Maisbrei für mich und meine Kinder haben. Und nur eine Familie konnte etwas abgeben. Der Hunger ist zurück in Otjivero. Die Folgen? Deutlich zu spüren, erzählt auch Schwester Faustina in der kleinen Krankenstation des Dorfes. Seitdem das Grundeinkommen fehlt, sind wieder viele Menschen unterernährt. Vor allem die Kinder werden krank, weil es nicht genug zu essen gibt. Und weil das Geld für warme Kleidung fehlt, jetzt wo es kälter wird. Das Experiment Grundeinkommen für Namibia, also gescheitert? Nein, meint der neue Minister für Armutsbekämpfung, dessen Amt erst vor einem Jahr geschaffen wurde, angestoßen durch die Diskussion über das Grundeinkommen. Ich hoffe und ich glaube daran, dass ein bedingungsloses Grundeinkommen die beste Option zur sozialen Absicherung ist. Nicht nur für Otjivero, sondern weltweit gesehen. Dafür wolle er sich einsetzen. Eine Antwort darauf, wie man Hunger und Armut nachhaltig bekämpfen kann, bleibt er allerdings schuldig. Frida und die Menschen in Otjivero sind sich sicher, das Grundeinkommen war ein guter Anfang.
In Entwicklungsländern, wo Menschen hungern, mag ein bedingungsloses Grundeinkommen ja sinnvoll sein. Aber in Europa, schließlich gibt es hier schon Sozialhilfe für Bedürftige. Hier, so meinen viele, braucht der Mensch den Kapitalismus. Sonst ruht er sich einfach aus. Auf der sozialen Hängematte des Grundeinkommens. Ach ja, wirklich? Um dieser Frage nachzugehen, sind wir mal nach Manchester gefahren. Die Stadt, in der der Manchester-Kapitalismus erfunden wurde. Verabredet haben wir uns dort unter anderem mit einem Mann, der auf Sozialhilfe angewiesen ist. Was denkt jemand wie er über das bedingungslose Grundeinkommen? 10 gilt als die Hauptstadt der Armut. Auch wenn man es auf den ersten Blick nicht gleich sieht, von den 1,6 Millionen Einwohnern Manchesters gelten 600.000 als arm. Stan ist einer von ihnen. Früher war er erfolgreicher Unternehmer, dann der Schlaganfall vor 6 Jahren. Seitdem lebt er von Sozialhilfe. Auch die Wohnung bezahlt die Stadt. Das Leben stellt dich immer wieder vor neue Herausforderungen. Ich hatte mal 3 Häuser in derselben Straße. Ich besaß Nachtclubs, schnelle Autos. Aber am Ende werden wir alle sterben. Wir kommen nackt auf die Welt und wir verlassen sie nackt. Es geht darum, was wir daraus machen, solange wir hier sind. Ich bin jedenfalls froh, dass ich ein Dach über meinem Kopf habe und am Leben bin. So lebe ich jetzt. Einfach. Es ist nicht das, wie ich es gewöhnt war. Aber weißt du was? Egal, ich zeig dir die Küche. Keine Türgriffe an der Tür, aber das macht nichts. Sie geht trotzdem auf und zu. Hier die Küche, meine Wäsche. Ich lebe wie jeder normale Mensch und ich bin zufrieden, denn ich bin am Leben. Und ich muss der Regierung danken, weil sie sich um mich kümmert, jetzt, wo ich es dringend brauche. Ich bin dankbar dafür. Rund 100 Kilometer südlich von Stans Sozialwohnung lebt Theodore Dalrymple. Für den Psychologieprofessor nimmt die staatliche Versorgung den Lebenswillen. Sozialhilfe würde er am liebsten abschaffen. Wenn Menschen ein Leben führen, in dem sie sich keine Sorgen, aber auch keine Hoffnungen machen und sie auch keinen transzendenten Lebensplan, keine religiöse oder politische Überzeugung haben, keine kulturellen Interessen, was hält das Leben dann für sie noch bereit? Da darf man sich nicht wundern, wenn Menschen sich dann selbstzerstörerisch verhalten. Vor seiner Pensionierung hat der Professor in den Brennpunkten der Arbeitermilieus gearbeitet. Die Massenarbeitslosigkeit, der Sozialhilfe-Teufelskreis, er hat sie seit den 70er Jahren gesehen. Ein bedingungsloses Grundeinkommen wäre das Ende jeder Eigeninitiative. Schon jetzt ersticke die kärgliche Sozialhilfe den Ehrgeiz vieler. Nur wenn Menschen selbst erkennen, dass etwas falsch läuft, können sie auch etwas dagegen tun. Aber wir leben in einer Zeit, in der sich niemand mehr hinstellt und darauf hinweist, dass etwas falsch daran ist. Wir leben in einer Zeit, in der jede Form der Lebensführung als praktisch gleichwertig angesehen wird. Und so ist es ziemlich schwierig, Menschen davon zu überzeugen, dass sie etwas tun müssen, um ihr eigenes Leben zu verändern. Stan und der Professor kennen sich nicht. Vielleicht würde der Professor ihn sonst als Ausnahme gelten lassen. Denn Stan hat Energie, eine Menge sogar. This is the communal garden. Und er hat Würde, auch dank der staatlichen Hilfe. Denn ohne die würde er nach seinem Schlaganfall auf der Straße sitzen. Das sei würdelos. Er fühlt sich nicht als Almosenempfänger. Ich will den Staat nicht schröpfen. Ich habe es mir hart verdient. Ich bin hier geboren, ich habe meine Steuern und Versicherungen bezahlt. Und jetzt habe ich diese Behinderung. Die Sozialhilfe gibt mir eine Menge Würde zurück. Ich bin ein stolzer Mann. Ich bin selbstbewusst. Heute. Hilfe in absoluten Notsituationen lässt der Professor übrigens ausdrücklich gelten. In Manchester hingen aber zu viele am Tropf des Staates, eigentlich fast überall in Europa. Und Gutes bringe das nicht dem Menschen hervor. Ein bedingungsloses Grundeinkommen schon gar nicht. Das ist ein sehr romantisches Argument, dass jeder ein außergewöhnliches Talent in sich trägt, das ihn dazu befähigt, eine herausragende Rolle in der Gesellschaft zu spielen.
Ich glaube nicht daran. Menschen müssen weiter auch die ganz normalen, einfachen Arbeiten verrichten. Und es ist auch nichts Schlimmes dabei. Das ist auch ehrenvolle Arbeit. Stan stimmt ihm übrigens zu. Der Professor und er sind einer Meinung, was das bedingungslose Grundeinkommen angeht. Das kann sich Stan auch nicht vorstellen. Die meisten würden dann doch nur im Papp rumhängen und gar nichts mehr tun, meint auch er. Und die schönste Nachricht haben wir uns bis jetzt aufgehoben. Auch Sie können das bedingungslose Grundeinkommen bekommen. Also mit ein bisschen Glück. Der Berliner Verein Mein Grundeinkommen verlost nämlich immer wieder bedingungslose Grundeinkommen. 1.000 Euro pro Monat für die Dauer eines Jahres. Also jetzt schön aufpassen und dann viel Glück. Sag doch. Tierärztin wollte Lisa Richter-Reichhelm schon immer werden. Jetzt schreibt sie ihre Doktorarbeit in Tiermedizin und nimmt für diesen Traum sogar in Kauf, nur rund 400 Euro im Monat zu bekommen. Bislang ging das schon immer irgendwie. Doch nun ist ihr Baby unterwegs. In 3 Wochen soll es auf die Welt kommen. Es war das erste Mal, dass ich wirklich aufgeschrieben habe, wie steht unser Geld und wo können wir vielleicht noch ein bisschen was sparen. Ist mein Handyvertrag mit irgendwie 14 Euro im Monat zu teuer und solche Sachen. Also das war wirklich das erste Mal, dass ich da richtig gemerkt habe, dass das irgendwie knapp wird. Existenzangst. Kein gutes Gefühl. Lisa hat sogar darüber nachgedacht, ihre Doktorarbeit aufzugeben. Doch seit März bekommt sie ein bedingungsloses Grundeinkommen. 1.000 Euro im Monat, ein Jahr lang. Einfach so. Das macht einfach das Leben ein bisschen leichter und jetzt kann man ein bisschen unbeschwerter sowohl die Schwangerschaft als auch dann die ersten Monate mit Kind planen einfach. Lisa hat ihr Grundeinkommen gewonnen. Beim Berliner Verein Mein Grundeinkommen. Per Crowdfunding sammeln sie auf ihrer Website Spendengelder, die sie dann als Grundeinkommen von 1.000 Euro pro Monat für ein Jahr lang auszahlen. Ja, das ist unser Glücksrad, mit dem wir 1 bis 2 Mal im Monat unsere Verlosung machen. Nämlich immer, wenn 12.000 Euro Spenden zusammengekommen sind und wir ein Jahr Grundeinkommen verlösen können, dann verlosen wir das auf unserer Webseite mittels dieses Glücksrads. 40 Grundeinkommen hat das Team um Amira inzwischen finanziert und verlost. Sie sehen sich hier als Pioniere und wollen das Thema bedingungsloses Grundeinkommen auf die große politische Agenda bringen. Wir erkennen einfach, dass es den Menschen wirklich sehr viel Freiheit gibt, dass sie, wenn sie von Existenzängsten erstmal befreit sind, viel mehr Ruhe haben, darüber nachzudenken, was sie glücklich macht und was sie im Leben wollen. Und das würden wir gerne erreichen, dass das in ganz Deutschland irgendwann der Fall ist. Und was ist mit dem großen Gegenargument? Die Menschen werden faul, ruhen sich auf dem Grundeinkommen aus, wie in einer sozialen Hängematte. Alles Quatsch, meint Amira. Ich glaube, dass es auch deswegen nicht vollmacht, weil die Menschen einfach Lust haben, was zu machen. Sie wollen gebraucht werden, sie wollen einer Tätigkeit nachgehen, sie wollen das Gefühl haben, aktiv zu sein und außerdem teilhaben am gesellschaftlichen Leben. Und wenn ich den ganzen Tag auf meiner Couch sitze, dann habe ich keine sozialen Kontakte mehr, gehe nicht raus und ich glaube, dass die wenigsten damit glücklich sind auf Dauer. Ein Beispiel dafür ist Jester. Seit Mai bekommt sie das Grundeinkommen von 1.000 Euro im Monat. Für sie eine große Chance. Allein diese Existenzangst nicht zu haben, ist einfach der größte Luxus. Sollte kein Luxus sein, aber es ist der größte Luxus, dass eine Entscheidungsfreiheit da ist. Aber deshalb ihren Job aufgeben? Niemals. Sie liebt ihre Arbeit als Coach. Jester berät Menschen, die Probleme und Stress im Job oder im Leben haben. Ihr Büro? Die Natur. Bislang hat Jester Rechnungen geschrieben. Jetzt, mit dem Grundeinkommen, will sie ihren Klienten die Freiheit lassen, selbst zu entscheiden, was sie zahlen wollen, um so zu sehen, was ihre Arbeit wert ist. Ich habe einfach so eine Sehnsucht nach Vertrauen, dass ich das nicht übernehmen muss, dass ich das nicht kontrollieren muss, dass ich nicht allein die Verantwortung dafür trage, zu sagen, ich bestimme jetzt, wie unsere Arbeit funktioniert, auch welches Geld als Tausch rüberkommt. Ausprobieren wollte sie das schon lange. Durch das Grundeinkommen kann sie sich das Experiment jetzt leisten, weil sie ein finanzielles Polster hat. Darüber freuen sich auch Lisa und ihr Freund Dario. Die Klamotten für ihr Baby trotzdem Secondhand. Denn auch mit Grundeinkommen müssen sie aufs Geld schauen. Aber immerhin ist jetzt ein Puffer da für Kosten, die sie vorher nicht auf dem Plan hatten. Wie zum Beispiel für die Hebamme oder die Übernachtung im Krankenhaus.
Ja, sowas kommt einem immer. Ach ja, stimmt, dafür brauchen wir auch noch 250 Euro. Und diese Sachen, ja, wir brauchen zwar 250 Euro, aber wir haben jetzt 1000 Euro mehr. Wir werden uns diese 250 Euro diesen Monat auch noch leisten können. Das ist schon entspannter. Ich habe dasselbe Gefühl. Also auch ich bin jetzt gelassener, weil ich halt auch immer dachte, naja, und wird das alles was? Und ich verdiene ja jetzt auch nicht so super viel Geld. Und jetzt weiß ich, naja, es ist auch noch irgendwie ein Polster da. Und genau, man kann sich drauf verlassen. Im nächsten Jahr wollen beide mit ihren Doktorarbeiten fertig sein und finanziell unabhängig. Dann läuft auch ihr bedingungsloses Grundeinkommen aus. Eine Finanzspritze, die für Lisa und Dario zur rechten Zeit kam und von beiden eine Menge Druck genommen hat, um Ausbildung und Familie unter einen Hut zu bekommen. Und natürlich habe ich mich auch gefragt, wie so ein bedingungsloses Grundeinkommen mein Leben verändern würde. In der Theorie zumindest gar nicht. Ich würde ganz genauso weiterarbeiten wie bisher. Aber entspannter wäre der Gedanke schon, immer gesichert Geld zu haben. Oder? Wie ist Ihre Meinung dazu? Gerne bei uns online oder auf Facebook. Und schöne Abstimmungsgrüße in die Schweiz noch. Wir sind sehr gespannt. Tschüss, Europe.